Weil ich sonst hier freilassen müsste. Das heißt, ich könnte den aber... dahin machen. Wenn ich den hier hin mache und hier jetzt da das hinhau. Ach Mist, das geht auch nicht, weil ich hier wieder zumachen muss. Mist. Das ist jetzt echt blöd, dass das hier ein bisschen zu klein ist. Ich bräuchte hier das Fass. Also das müsste weg. Oder ich mach's dahin. Nein, das geht auch nicht. Ich müsste dann hier irgendwo freimachen. Aber wenn ich es hier mache. Mal überlegen, wenn ich es hier irgendwo hin mache. Wenn ich es hier hin mache. Nee. Ist auch blöd. Ich muss es irgendwo. Höch. Am Boden geht's nicht. Außer ich mache ein Ding. Das könnte ich auch mal machen. Das könnte ich auch machen. Wo mache ich das dann am besten hin? Vielleicht hier hin? Ah, das ist blöd. Dann machen wir das so. So, dann. Ich mache übrigens gleich mit dem nächsten Mal weiter. Mache ich gleich. Okay. Das ist eindeutig zu wenig Zeit. Ich brauche also Redstone-Verstärker. Jetzt bauen wir mal ein bisschen mit Verstärkern. So, ich mache das eben noch schnell fertig, bevor ich den nächsten Punkt anspreche. Das kann weg. Der Knopf kann eigentlich auch... Oh, ich habe noch 5 Verstärker, geil. Dann kann ich den Kopf dahin tun, den brauche ich ja vorerst nicht. Obwohl, den kann ich mir behalten. Ich mache ja später dann noch weiter. Aber ich weiß nicht, ob wir alle 5 Verstärker brauchen werden. Glaube ich eher nicht. Also ich hoffe, es war übrigens eine ausführliche Antwort und ein Ausblick darauf, wie viel Matz man braucht. Also das hier brauche ich. Das hier geht auch nicht. Hier geht einer hin. So. Die Ode zeigt in die Richtung, das ist gut. Und da könnte er wohl... Weiß ich nicht. Testen wir erstmal das. Ja, das ist blöd, weil ich hier jetzt laufen muss. Ja, für den Fall, dass wir nochmal runter... Ich mache erstmal den da. Jetzt habe ich aus Versehen geschieht vielleicht. Okay, es hat funktioniert. Es ist möglich. Ist es auch mit normalem Laufen möglich? Nein. Ganz knapp nicht. Aber ich habe das auch von hier noch nicht getestet. Okay. Ja. Okay, vielleicht haue ich den hier auch nochmal hin. Ja. Ja, okay, ich bin jetzt kurz festgehangen. Ich mach den nochmal. Also es hätte geklappt, wenn ich jetzt nicht hier reingefallen wäre. Und jetzt bin ich da hingeblieben.
Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das jetzt mit einem Testblock. Das funktioniert, okay. Das funktioniert nicht. Das heißt, da bräuchte ich auch noch einen. Klappt das? Klappt das so? Nein, klappt nicht. Aber irgendwie hat das mal geklappt, glaube ich. War das so? Jetzt hatte ich den Testblock wieder nicht drauf. Testblock. Ich bin aber auch kurz hängen geblieben. Ja. Vergeigt. Vergeigt! Nein. Okay, es ist möglich. Mit drei Verstärkern. Gut. Dann bauen wir jetzt hier wieder alles zu. Halt, da unten auch noch zu bauen. So, den hier auch. Und jetzt der finale Test. Ja, geschafft. Auch geschafft. Okay, es ist möglich. Okay, dann kommt jetzt die Falle. Aber jetzt erstmal die zweite Frage vorlesen. Die zweite Frage war: Wie funktioniert das mit dem Game Engineering? Also ist das sozusagen ein Zusatzzweig oder wie läuft das ab? Dauert das Studium dann länger? Es ist kein Zusatzzweig, es ist ein eigenständiges Studium, ausgelegt auf Spieleentwicklung. Das heißt, man hat ein bisschen Mathematik, ungefähr genauso viel wie in normalen Informatik. Man hat aber weniger Informatik, dafür aber mehr Games Engineering. Das heißt, der Fokus liegt, also man lernt das Grund, man hat Grundstudium sozusagen Informatik, also nicht Grundstudium, sondern man hat die Grundsachen gleich wie in Informatik, aber die späteren Sachen, wo dann später wichtig werden, wie zum Beispiel irgendwie Informatik 3 oder 2 oder sowas. Oder Einführung in Informatik 2 oder irgendwie so Sachen, die rein Informatiker brauchen. Zum Beispiel Rechenarchitektur oder sowas. Haben wir nicht. Dafür haben wir Hardware-Voraussetzungen für Games. Oder Games, wie war das? Social Gaming oder sowas. Also der Fokus dann mehr auf Spiele. Ja. Also das ist, es ist ein eigenständiges Studium mit Mathematikanteil ungefähr gleich, Grundanteil an Informatik auch gleich, allerdings geht es um ein normales Studium mehr in Informatik, also in die reine Informatik hinein. Da lernt man dann bessere oder effizientere Algorithmen kennen, man lernt mehr über den PC kennen, Betriebssysteme und so weiter, lernt man besser kennen. Games Engineering, da hat man nur die Grundlagen dafür. Im normalen Informatik lernt man mehr dafür. Und dafür hat man dann zusätzlich bei Games Engineering noch mehr Games-Anteile. Es gibt auch noch Wirtschaftsinformatik. Da ist es auch grundgleich, Mathematik gleich, Informatik gleich, also Grundinformatik gleich, also ähnlich zumindest. Ich weiß nicht, ob es gleich ist. Ich hab's ja nicht. Und dann aber kein weiteres Informatik mehr, sondern Wirtschaftsinformatik mehr. Also BWL, Betriebswirtschaftsleitung und sowas, wie leitet man einen Betrieb und so weiter. Welche Firmware nutzt man oder sowas. Oder wie kann man etwas für die Wirtschaft programmieren, irgendwie sowas. Es gibt auch noch Bioinformatik, also Informatik in der Biologie. Da hat man dann zusätzlich noch
Biologie, wie ist der menschliche Körper aufgebaut, welche Viren gibt es und so weiter. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Es sind alles eigenständige Studiengänge, aber alle mit einem mit der gleichen Grundkenntnis, also Grundsachen, die man können muss. In Mathematik, du musst wissen, wie man einfache Programmiersprachen kennt, Grundlagen für Betriebssysteme und so weiter, Rechnerarchitektur und sowas. Die Grundlagen aber nur. Und dann unterscheiden, dann verbreiten sie sich, dann spreiten sie sich auseinander. Das eine hat halt Games Engineering, das andere geht tiefer in die Informatik hinein, noch tiefer als die Grundsachen schon sind. Das andere hat dann Wirtschaft noch, BWL oder sowas, und das andere hat dann Biologie noch. So ungefähr kannst du das dir das vorstellen. Es ist also nicht etwas Zusätzliches an Sachen, was man lernt, sondern es ist etwas Eigenständiges. Geht in eine andere Richtung, also bei allen vier Sachen, Informatik, Games Engineering, Wirtschaftsinformatik, Bioinformatik und was weiß ich, was es noch gibt. Die Grundsachen sind gleich, man startet an demselben Punkt, aber man geht in eine andere Richtung. Das ist so, als würdest du, was weiß ich, sagen wir mal, du startest in München, du gehst nach Passau mit allen anderen und der eine geht dann Richtung Berlin, während der andere, was weiß ich, nach Wien geht, wieder ein anderer fliegt mit einem Flieger nach New York und der andere fliegt nach Moskau. So ungefähr. Ihr habt denselben Startpunkt, eine gewisse Zeit geht ihr den gleichen Weg und dann trennt ihr euch. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Das Studium dauert nicht länger, auch das Studium ist variabel. Du kannst das komplette Studium in einem einzigen Semester durchmachen, wenn du es schaffst, wenn du es willst. Ich glaube nicht, dass das schon mal jemand geschafft hat, aber es ist möglich. Du kannst das Semester allerdings auch in 6 Monaten machen, das ist die Regelstudienzeit für alle Bachelorstudiengänge, zumindest alle, die ich kenne. Genauso für Informatik, Wirtschaftsinformatik, Bioinformatik, Games Engineering Informatik. Das ist die Regelstudienzeit 6 Semester. Aber du kannst auch länger brauchen. Gut, die Studienzeit ist an der TU München. Ich weiß nicht, ob es andere Universitäten anders handhaben, aber ich schätze schon. An der TU München ist es so, nach spätestens 9 Monaten, wenn du da dein Studium nicht beendet hast, erfolgreich, dann wirst du exmatrikuliert, sprich, sie schmeißen dich raus mit der Annahme, du schaffst es ja eh nicht. Du kannst auch vorher schon rausgeworfen sein. Du musst nämlich im ersten Semester musst du nichts machen, als außer eine einzige Grundveranstaltung bestehen. Im zweiten brauchst du 30, also um ein Bachelorstudium erfolgreich zu bestehen, musst du 180 Credits erbringen und eine Bachelorarbeit schreiben. Gut, im zweiten Semester musst du mindestens 30 Credits gemacht haben, im dritten mindestens 60, im vierten mindestens 90, im fünften mindestens 120, im sechsten mindestens 150, im siebten mindestens 180 und im neunten achten musst du, glaube ich, deinen Bachelor irgendwie sowas, keine Ahnung. War das so richtig? Ich weiß nicht mehr, ich habe das mal gewusst, im ersten und zweiten Semester wusste ich das noch. Es kann auch sein, dass das ein bisschen anders war. Auf jeden Fall, 9 Semester ist das Maximale. Nach 9 Semestern, wenn du dann deinen Bachelor noch nicht geschafft hast, wirst du spätestens dann exmatrikuliert. Ja, ich glaube schon, dass du im 7. mindestens die 180 Credits haben musst. Und spätestens im 8. ist dann irgendwie keine Anforderung mehr. Und im 9. musst du aber deine Bachelorarbeit fertig haben. Ansonsten musst du sagen, du schaffst das eh nicht. Entweder kriegst du die Credits nicht zusammen, wo du 9 Semester Zeit hattest. Das heißt, du schaffst sie nicht. Oder du packst die Bachelorarbeit nicht. Entweder du hast keine Lust auf sie, obwohl du die hättest haben können. Weil du die 180 Credits musstest du ja im 7. Semester haben. Das heißt, du hattest ein ganzes Jahr Zeit, um die Bachelorarbeit zu machen. Hast sie aber nicht gemacht, dann wirst du einfach exmatrikuliert. So ungefähr denken die sich das. Aber die Regelstudienzeit, 6 Semester, ist gleich. Ich meine, du kannst es dir variabel handhaben. Ich zumindest bin am Überlegen, mache ich es in 6 Semestern oder mache ich es in 8 Semestern. Bisher bin ich noch bei 6 Semestern, weil ich bisher alles geschafft habe. Wenn ich aber etwas nicht schaffe oder mit etwas überfordert bin, bin ich tatsächlich der Meinung, ich mache es in 7 oder 8 Semestern. Dann möchte ich mir tatsächlich etwas mehr Zeit lassen. Da hätte ich nichts dagegen. Naja, also mal das.
So, das kann dahin. Dann rutschen wir alles ein bisschen hinterher. Und fangen mal mit der Falle an. Habe ich noch irgendwas, was weg kann eigentlich? Glaub nicht. Nee. So, die Falle. Das war, glaube ich, irgendwie so. Und dann ein Redstone. Genau, und dann den Bogen. Also ich hoffe, du hast einen guten Einblick bekommen ins Studium bisher schon. Aber Games Engineering ist halt auch mal Informatik. Also ich habe auch einen Job als normalen Programmierer, einen Nebenjob, in dem ich 10 Stunden pro Woche mit arbeite. Aber das ist normales Programmieren. Ich programmiere. Das ist eigentlich genau genommen momentan sogar Wirtschaftsinformatik, was ich betreibe. Aber es ist im Prinzip nichts anderes als Programmieren. Obwohl ich Games Engineering studiere. Also man lernt die Grundsachen, nennt man bei allem gleich. Und deswegen kann man auch normal programmieren. Gibt ja auch welche, die den Masterstudiengang für Games Engineering jetzt umbenennen wollen. Beim Master in Informatik, Games Engineering, da beschweren sich viele, dass sie keine Anstellung finden. Ganz ehrlich, mir ist das egal. Ich will meine eigene Firma aufmachen und ich arbeite jetzt schon bei einer Firma und notfalls kann ich bei denen auch später weiterarbeiten, das weiß ich jetzt schon. Hoffe ich doch zumindest. Also von dem her ist mir das ziemlich egal. So, ich muss das jetzt von unten dicht machen, ein bisschen. Wenn ich es finde. Wo ist es denn? Ah, hier. Okay. Das da ist der Boden. Dann kommt hier der Redstone hin. Dann muss ich hier dicht machen. Und ich muss... Da ist die Wand. Ich muss also bis hier hin. Glaube ich. So, der Rest sollte von oben möglich sein. Hoffe ich. Oh. Okay. Da muss ich auch nochmal. So, hier kommt wieder der normale Stein hin und die Platte oben drauf. So. Das kommt alles weg. Dann. Kommt das dahin. Und da kommt jetzt eine Redstone-Fackel hin. Also mehr weiß ich eigentlich gar nicht, was ich zu der Frage jetzt sagen soll und deshalb... Also du kannst die Frage noch konkretisieren, wenn du willst, aber ich glaube, im Allgemeinen ist sie jetzt beantwortet. Ich werde dann auch, sobald die Falle fertig ist, zur nächsten Frage springen. So, aber erstmal möchte ich die Falle machen. Das sollte reichen und dann ist da. Dann haben wir den da auch wieder hin und machen dafür den hier frei. Und den hier und da ist eh schon frei. Jetzt muss ich da nur noch hoch.